So, Game Capture. Ah, er findet sogar automatisch. Sehr gut. Können Multiplayer testen. Was ist Multiplayer? Bliu. Sieht ein bisschen aus wie Need for Speed Underground, nur halt mit anderem Namen. Es sieht halt sehr aus wie Need for Speed Underground, nur mit anderem Namen. Es ist Need for Speed Underground mit anderem Namen, habe ich das Gefühl. Und das ist nichts Schlechtes, weil ich mochte Need for Speed Underground. Wobei ich nur zwei gespielt habe. Reingekommen. Okay, alles klar. Puh! Hier ist aber schnell. Gut, also ich denke mal, wir wissen alle, worauf wir uns hier einlassen. Pack oder fügt noch gerade einen neuen Timer hinzu. Es gibt anscheinend sogar Polizei, so wie das klingt. Okay. Ah ja, das obligatorische unter einem Lasteranhänger durchrutschen natürlich. Also würdest du sagen, dein Ersteindruck von dem Spiel ist gut, Björn? Sehe ich das richtig? Syndicate, das ist Spiel Nummer 27. Dann kopieren wir das mal hier unten. So, das haben wir auch geändert. Bisher gut, nur viele. Nur viele wahrscheinlich Rückblicke, schätze ich mal, meinst du? Yo. Ladies, wollte ich gerade ändern. Okay, alles klar. War das nächste Mal etwas schneller, Simon. Aber danke. So, dann würde ich sagen, Bams. Timer go. Ruckelige Situation. Ah, okay. Ruckler, Legler, Ruckler. Legler, Legler? Legler. Es laggt. Habe ich soweit verstanden. Was natürlich ein bisschen schade ist, wenn man sich bedenkt, weil Pokémon ist ja jetzt grafisch auch nicht so anspruchsvoll. Neues Profil. Es kann nur einen geben. Gerrit. Und wo ist das T? Das ist das T. Der Beste. Easy. Achtung, Geralt, Spieler 1. SS verfügt über eine automatische Speicherfunktion. Finde ich sehr gut. Weiter mit Y. Interesting. Gut, Straßenmodus, Arcade-Modus, Multispieler. Ich nehme mal an, Straßenmodus. Was? Oh, scheiße, nee. Wann? Das ist Ferdi. Ja, Mann, ich hab's gewusst. Ja, ruf zurück. Ich hab's gewusst. Ich glaub das einfach nicht. Ich auch nicht. Die Bullen haben Eddie letzte Nacht beim Straßenrennen geschnappt. Nein. Wenn wir nicht fahren, ich brauch das Geld. Oh, ich auch. Moment. Ich weiß was. Okay, hör mal. Du fährst in GTR heute. Du Nee. kannst mit dem Ding nicht verlieren. Oh. Wenn du gewinnst, kriegst du Kohle für deine eigene Karre, okay? Geil. Ich teile den Gewinn mit dir. Komm, auf geht's. Nice. Da kann ich ja gar nicht verlieren, anscheinend. Wir werden sehen. Ich werde euch bestimmt nicht, ich werde ihn bestimmt nicht enttäuschen. Wie nennt man ihn? Er hat bestimmt nur mein Bestes im Sinn. Ich bin mir da ganz sicher. Er wirkt wie ein sehr netter Typ, der uns bestimmt nicht verrät. Schau mal an, da wird aber Tomb Raider auch neidisch. Oh, ist das laut. Holla. Gut, Gas geben ist er. Alles klar. Und es ruckelt ein wenig, finde ich auch sehr gut.
Oh Gott. Das Spiel... Oh Gott, ruckelt das Spiel. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Kann ich irgendwie... Oh ja. Oh ja. Oh, Ego-Perspektive. Wir fühlen Geschwindigkeit. Ah, ist natürlich Handbremse. Okay, alles easy. Runde ist auch mental sehr anfordernd. Das gefühlt eigentlich Gas geben, rechts drücken. Easy. Das Gute an der Sache ist, ich muss nicht selber schalten, das passiert automatisch. Finde ich sehr entspannt. Macht mich glücklich. Ich hoffe, ich muss nicht Drag-Rennen fahren oder sowas, die fand ich immer furchtbar. Das ist nämlich dann, bei Drag-Rennen muss man automatisch, manuell schalten, meine ich natürlich. Einmal kurz Handbremse, easy, nochmal kurz Handbremse, easy und ab um die Kurven. Guck mal, gar keine Herausforderung. Ich lese sofort, was du geschrieben hast, Wax. Ich muss mich hier gerade auf das mental sehr fordernde Rennen konzentrieren. Verlangt alles von mir ab. Mal spiel ich... Nee. Ich mach mal so. Also die Haube nicht im Weg. Sieht man mehr Straße. Man fühlt das Rennen. Hm. Rennspiele sind ja Motorsport. Simulierst du jetzt wieder alles? Frage für einen enttäuschten Freund. Nein, denn Rennspiele sind gute Spiele. Ich mag Rennspiele. Da muss ich wenigstens nicht mit Fleischhaufen Kriegsführung spielen. Wie in anderen Sportspielen. Wie zum Beispiel Football. Sort of playable. Slows down to plenty often with no warning. Sometimes even now. The longer you play, the more it stabilizes out. But the slow down is still not good. Ah, ja. Get them worse, the more competitive you're racing against. Cutscenes can drop some frames and high crackers almost in all the menu of your engine. Cool! Ja, okay. Müssen wir also mitleben. Gerrit, der Simulant. Ich simuliere doch nicht. Hier ist dein Geld. Kauf dir eine coole Karre. Ich muss diesen Idioten Eddie aus dem Knast holen. Gute Cutscene. Hättest heute Pokémon streamen können? Ja, stimmt. Ich hätte heute Pokémon streamen können, wie 5 Millionen andere Menschen auch. Das ist korrekt. Oder ich streame SAS Racing Syndicate. Finde ich persönlich interessanter. Er hat sicher gute Quoten gemacht. Das ist halt die Frage. Wenn jeder Pokémon spielt, spielt keiner Pokémon. Man hätte natürlich sein können, dass ein paar Leute reinschauen, aber ich habe tatsächlich überlegt, aber ich dachte mir, es gibt so viele andere Leute, die Pokémon streamen. Da fällt man eher auf, wenn man nicht Pokémon spielt, gefühlt. So, wie viel Geld haben wir denn? Wir haben 30.000. Ui. Können wir jetzt irgendeinen aussuchen? Toyota, VW, oh, Subaru. Ist es der Subaru, der ich glaube, der es ist? Weil wenn es der ist, der ich glaube, der es ist, den konntest du dir, glaube ich, für in Need for Speed sag schnell, Underground 2 war das, glaube ich, einer der letzten Wagen, die du freischalten kannst. Und ein Lexus? Was? Boah, entschuldigt das Husten. Kann ich mir die alle holen? Herrgott. Ein Pokémon wäre ich raus gewesen. SS finde ich auch okay. Bist du kein Pokémon-Fan, Simon? Wundert mich. Wert. Ah, der wird dann damit immer teurer, okay. Aber die sind irgendwie gesperrt. Das heißt, musst du mit dem billigsten natürlich anfangen. Aber die sehen zumindest optisch, sehen die gefühlt alle gleich aus. Motor kann ich mir anzeigen. Ah. Boah, der braucht aber schon eine Weile, bis der die neuen Daten... Ach du Heiliger. Braucht aber schon eine Weile, bis er die neuen Daten... Was ist denn da los? Okay, das ist also definitiv das Schlechteste. Ah, verstehe. Okay.
Herr Gott. Ja, das ist nicht gut. Ich krieg grad irgendwie Reizhusten. Ich mach mal kurz eine Pause und trink kurz was. So, okay. Wieder da. Sorry. Ich habe es jetzt mal mit einer Banane versucht und noch ein bisschen Wasser. Gucken wir mal, wie lange das hält. Aber ja, ich würde sagen, wir nehmen uns einfach mal einen Subaru. Kann man, glaube ich, nicht viel mit falsch machen. Weil die anderen Wagen sind so, ich meine, die kann man sich wahrscheinlich auswählen, aber sie sehen auch... Ich meine, sie sehen alle gleich aus. Sie, ja, sehen anscheinend, oder fast alle gleich aus. Déjà-vu, higher on the streets. Das wäre natürlich noch geil. Aber den kennen wir leider noch nicht. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwas für... Habe ich Saufi gehört? Zumindest was die Saufi. Oh, die kann ich aber schon alle irgendwie benutzen. Oh, die sind auch anscheinend teilweise deutlich besser. Nee, okay. Oh Gott, der ist ja richtig scheiße. Ach du Kacke. Aber Toyota Tueno Apex Twin Cam E6. Oder 16? Noch eine Woche zurück. Nächste Woche, genau. Oh, das sind aber okay doch deutlich mehr zur Auswahl tatsächlich. Krass. So, Supra. Jetzt muss ich doch mal gerade schauen. Wenn es da doch mehr gibt. Ah. Ach, das ist, glaube ich, der Wagen, den wir eben gefahren sind, ne? Mitsubishi Motors Lancer Evolution? Ich glaube schon. Nur halt ein bisschen getunt. Hier haben wir nur die. Bei Lexus haben wir zwei. Mazda, bei Mazda haben wir ein RX8, ach krass. Und Nissan E. Skyline GT, M-Spec Nür, ja, genau. Name, der von der Zunge rollt, nee. Ich bleib mal beim Subaru. Subaru ist, denke ich, ganz gutes Zeug. Auto kaufen, gönn dir. Skyline beste. Subaru ist aber auch nice. Aber ja, stimmt schon. Skyline war auch in Underground 2 gutes Zeug. Und nehmen wir, glaube ich, das Subaru Blau. Subaru Blau ist gutes Blau. Manuell, halbautomatisch, Auto. Ja, automatisch. Bitte, dankeschön. Kaufen? Ja. Gönnung. Ich will aber die Russen nicht abonnieren. Super. Kommst du nicht weiter, okay? Typ. Guck mal, ob wir nicht ein paar Upgrades in der Werkstatt haben. Oh, shit, Open World?
Fahr zur Werkstatt und motze deine Karre auf. Mit der Taste zum Springen gelangst du direkt dorthin. Weiter springen. Fahren wir natürlich so hin. Oh Gott, da ist eine Wand. Weißt du, 5 Sekunden auf der Straße, bam, Wand gefunden. Läuft. Steht weiter nicht. Okay, ich fand ihn gut, aber der war halt schon stumpf. Musste schon sagen. Wir haben den Motzplatz gefunden. Jetzt dürfen wir motzen. So, kosmetische Upgrades. Dino repariert Dino? Was ist Dino? Ach, Leistungs. Geht so lange weiter, bis er platzt. Faszinierend. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die Zahlen sagen, aber wir müssen den erstmal so ein bisschen aufmotzen. Motortuning, Aufhängung, Auspuffanlage, Nitrosystem. Oh. Turbos, Elektronik, Bremsen, Reifen, Gewichtsreduktion, Bodykits, Universalspoiler, Neon, natürlich auch ganz wichtig, Felgen. Okay. Moment. Wir sind. Kosmetische Upgrades. Folien anbringen. Aha. Okay, also sind anscheinend sowas wie Felgen, Neon und Bodykits leistungssteigernde Upgrades. Flammen für schnelle Blitz für Beschleunigung. Ja, das macht natürlich Sinn. Aber eins nach dem anderen. Erstmal Motortuning. Inwiefern verändert sich da jetzt was? Ah. Ich sollte mir vielleicht merken, wie viel ich vorher hatte. Da hat sich jetzt nicht wirklich was verändert, oder? Die Werte verändern sich irgendwie nicht. Kupplungsscheibe. AEM, Cam Gears. Da hat sich was verändert. Kaltluftansaugesystem. Aber anscheinend auch bei beiden dieselben Werte. Wenn die sich da auch nicht verändern, dann nehme ich natürlich die günstigeren. Okay. Das klingt auch gut, nehme ich. Finde es ein bisschen blöd, dass die Daten so lange laden müssen. Das finde ich etwas kurios. Mhm, 27, 27, 25. 46, ja, okay. Ich bin halt scheiße, die sehen doch eigentlich auch gut aus. Und dann nehme ich von denen hier noch irgendwie, die machen doch irgendwie auch alles besser, nehme ich an, oder? Minimal bessere Beschleunigung für 3000. Sieht mir jetzt irgendwie nicht so aus, als ob sich das lohnt. Nee, die machen es schlechter. Okay, also das ist quasi immer der Einsatz und das ist auch jeweils Einsatz. Brauche ich also nicht. Okay, macht auch alles besser, nehme ich. Wie auch immer das war. Wieder weg. Jo, dann danke fürs Reinschauen und dir noch einen schönen Abend. Und viel Spaß bei Pokémon. Guck mal, der hat das. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Ich habe das sicherlich auch besser gemacht, natürlich. Minimal. 500. Ja, ich habe ja genügend Geld, also gönnen wir uns. Passt. Okay, motzen wir erstmal auf. Ich würde ja sagen, ich packe alles rein, aber anscheinend macht nicht alles den Wagen besser, was ich ein bisschen skurril finde. Nehmen wir dich und
du veränderst nichts. Ja. Toll. Hä? Hä? Aufhängung. Wir sind einfach nur tiefer. Hat keinerlei Auswirkungen auf unseren Wagen. Okay, dann können wir uns das eigentlich erstmal knicken. Federn könnten Auswirkungen haben. Or not. Okay, also ich bin anscheinend... Ich habe von Anus nicht so viele Autos, dass ich weiß, welche genau Teile worauf Einfluss haben. Das heißt, ich muss jetzt gerade ein bisschen... Okay, das ist auch immer das, das hat er wohl. Das heißt, ich muss einfach ein bisschen rumprobieren. Das wiederum hat ihn anders gemacht. Besser. Fragezeichen. Lass mal so, wie ich warten muss, bis was passiert, du meine Fresse. Ja, nehmen wir den. Passt. Der macht den wahrscheinlich wieder schlechter, ne? Ja, okay. Na, lass mal also. Und du machst ihn besser, schlechter, nicht, leicht besser. Ja, gut. Ich, kann ich jetzt drauf verzichten. Da hätte ich vorher nachgucken sollen. Netro von Venom. Nehmen wir natürlich das Beste vom Besten. Da gucken wir jetzt gar nicht weiter. Turbo. 4200. Holla die Waldfee. Okay, das macht schon signifikanten Unterschied anscheinend. Ja, okay, komm. Gönnen wir uns. Hier muss ich wahrscheinlich nicht groß gucken. Der hilft wahrscheinlich auch nicht allzu viel. Nee. Okay. Passt. Elektronik. Bremsen sind vielleicht auch nicht schlecht. Das war, wenn wir die Geschwindigkeit haben, dass wir auch zum Stehen kommen. Das hilft wahrscheinlich. 3000. Ja, komm, nehmen wir die. Ah, ich brauche 1000 als Einsatz für mein erstes Rennen. Okay. Wer bremst, verliert einfach auf. Fairer Punkt. Nehmen wir die. Reifen nehmen wir sicherlich auch noch irgendwas einigermaßen Vernünftiges. Bremsen, das hat halt wahrscheinlich mehr Grip, ist okay. Und dann Gewichtsreduktion brauchen wir 2000, 1100 müsste, glaube ich, noch hinkommen, ne? Passt. Guck mal hier, easy. Okay, zurück. Kaufen, mach. Läuft. Und jetzt ganz wichtig. Flammen. Ort wäre im Kofferraum. Nein. Motorhaube, ja. Wo sind die Flammen? Alter, dauert das lange. Im Ernst? Wow. Farbe ändern. Dass er halt so ewig braucht, um eine andere Farbe zu laden. Was ist denn da los? So blaue Neonflammen sind natürlich auch irgendwie ganz cool tatsächlich. Ich nehme aber rot. Ich habe nämlich jetzt keinen Bock, ehrlich gesagt keinen Bock, stundenlang zu sitzen, bis diese Spiele schafft, sich einigermaßen vernünftig die ganzen Bilderchen zu laden. Jo moin, Rena. Schönen guten Abend. Was geht? Es ist an den Seiten, aber auf der anderen Seite auch, okay. Aber warum konnte ich das gerade nicht... Ach, Kofferraum. Ah, okay. Mach mal so, passt. Ey, das dauert mir alles viel zu lange ohne Scheiß. Passt so. Wir brennen eh erstmal alles nieder. Gibt's noch Blitze? Habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr geguckt. Hör mal, der steigt dein Crew ein und du sollst dabei sein. Wirf einen Blick auf die Karte und dann nimm ihn die Cola ab.
Nimm am Team Nemesis Crew Rennen teil. Der Tiefpunkt wird auf der. Ach, Zielpunkt. Weißt du, welches heute Pokémon beim Mediamarkt gekauft und dann noch zwei Games aus Grabbelkiste gegönnt. Ah ja. Und Flügel dann fliegen? Genau, Flügel fliegen, so sieht's aus. Und was ist deine Meinung bis jetzt zu Pokémon? Hast du schon angespielt? Und was sind die anderen beiden Spiele? Ganz wichtig. So, dann gucken wir mal. Wie kommen wir denn? Wir fahren in die komplett falsche Richtung. Okay, Bremsen funktionieren einigermaßen. Oh Gott. What? Garage-Change, wie die nicht brauchst du, hast nicht genug Geld. Okay. Interesting. Das ist irgendeine Challenge. Aber wir machen erst unser erstes Rennen. Ich habe gedacht, da könnte ich durchfahren. Die Karte hat mir gesagt, ich kann da durch. Combo? What? Wow. Okay, B ist Nitro. Olalololul. Pokémon halt. Viel gefangen sehen, dann sehen ein bisschen aus dem Schwert aus. Naja, immerhin. Brumm. Mein Schwert und Schild sahen halt teilweise schon ein bisschen schwierig aus, fand ich, muss ich sagen. Nicht zwingend schlecht, aber halt sehr gerusht. Cool, das war uns echt Transformer und Street of Rage 4 halt wieder. Okay, Street of Rage kenne ich sogar. 1290, joa. Kann man machen. Tut nicht weh, denke ich. Serie wählen. 40 Teilnehmerbedingungen. Okay, ich brauche 100 PS plus. Und habe einfach mal 300. Mache ich die jetzt einfach fertig oder? Hast du gefeiert? Nein, ich habe mich erkältet. Ich war so clever und bin Anfang der Woche zweimal mit dem Rad zu arbeiten. Anscheinend war ich nicht genügend abgedeckt. Keine Ahnung, ich vermute mal, dass ich mich da angesteckt habe. Ich wüsste nicht, wo sonst. Jetzt habe ich halt diesen wundervollen Reizhusten. Dämische Scheiße. Sehr ernüchternd. So, jetzt machen wir mal gerade irgendwie so einen Typen hier fertig. Fahren ihm erstmal weg. Der Flasche. Holla! Okay. Ah, warte, ich habe auch eben irgendwas von Schaden gelesen. Kann das sein? Bin ich ja gar kein Fan von. Aber ja, das, wenn man mal so ein bisschen auf die Karte guckt, sehe ich das nicht als Herausforderung. Okay, das war jetzt natürlich gut. Ich glaube, der hat mich gerammt, der Spacken. Nur weil ich in die Abkürzung wollte. Regelmäßig geraten und nackt im Kanal schwimmen. Das Problem ist wahrscheinlich eher, dass ich wirklich eine Weile nicht mehr geradet bin. Huch! Und das hat sich bemerkbar gemacht. Man kann durch die Dinger ja durchfahren, das geht bei Need for Speed aber nicht. Stimmt, auch nicht schon ein bisschen wuschig. Ja, okay, ich. Vor allem dieses Reizhusten im Hintergrund, ne? Äußerst erotisch. Aber das sagt man ja häufiger mal, dass wenn man krank ist irgendwie, wenn die Stimme was tiefer ist, dass die Leute dann sagen, ah, schon ein bisschen geil, doch. Danke für das Kompliment. Doch, ich glaube, eine Runde habe ich auch. Genau, drei Runden sind das easy. Dem ich jetzt weiß, dass ich durch Absperren und so weiter durchfliegen kann, etwas früher bremsen sollte, weiß ich Bescheid. Hui! Ein Geheimnis, was man endlich zahlen muss für die Schäden am eigenen Wagen.
Das ist halt auch ein bisschen doof. Also ich bin da persönlich kein Fan von. Hat sie Need for Speed nicht gegeben? Oh Gott. Und sollte es auch einen vernünftigen Arcade Racer nicht geben. Aber es fühlt sich verhältnismäßig realistisch an sogar, finde ich. Wo ich jetzt auch nicht so der Fan von bin. Aber gut, es geht auf jeden Fall schlimmer. Es fährt sich eigentlich ganz gut. Ich will mich nicht beschweren. Das macht bis jetzt auf jeden Fall einen soliden Eindruck. Weil es erstmal schön mit Netro ins Ziel und gut ist. Fertig, Sorgen, ob ich merke, wir haben gestern auch schon gespielt. Ja, ja, haben sie. Die haben das gestern, der Ferdi arbeitet bei Saturn, die haben das anscheinend früher gekriegt und Mercury ist dann halt zu Ferdi und die haben dann am Abend sich schon mal ein wenig berieseln lassen und machen heute natürlich auch direkt weiter. Ja, easy erster Platz, würde ich sagen. Ich würde sagen, so kann das weitergehen. Dann bin ich mit dem Spiel auch relativ schnell durch. Je nachdem, wie lange es dauert. Rennen 2. Okay. Sind anscheinend also mehrere Rennen hintereinander, die man gewinnen muss. Okay. Ja, easy. Es wäre nur noch interessant zu wissen, wie kriege ich Nitro? Weil meins ist aufgebraucht. Need for Speed ist es in der Regel so, dass man Nitro bekommt, wenn man einfach irgendwie so Tricks macht, wie jetzt auch. Punkte driften, dann kriegt man eigentlich Nitro gut geschrieben, aber das scheint hier leider nicht der Fall zu sein. Uiuiuiui. Knappe Kiste. Okay, passt. Das ist halt auch. Also die Runden sind halt noch echt klein. Was Sinn macht, sind wahrscheinlich die ersten kleinen Runden, aber meine Güte. Das ist ja an Strecke, das ist nix. Uff, au. Hinfort, Newsbox. By the way, ist ja inzwischen Black Week, Black Friday oder so. Habt ihr da irgendwo sinnvoll zugegriffen, was Schönes euch gegönnt? Ich selber habe mich bei einem Probeabo bei Audible angemeldet. Das kann ich jetzt 3 Monate kostenfrei nutzen. Bin ich mal gespannt. Ich war sowieso immer so ein bisschen an Hörbüchern interessiert. War mir aber bis jetzt immer ein bisschen zu geizig, die Dinger wirklich zu bezahlen. Denke ich mal, dass ich da jetzt einfach mal reinschaue. Mal gucke, wie es ist. Ich habe gerade eben, bevor wir mit dem Stream gestartet haben, habe ich mir ein Hörbuch angehört von John Sinclair. Das war eigentlich ganz cool. Aber es war ziemlich, ziemlich klischeeig, muss ich sagen. Nicht schlecht, aber klischeeig. Ich glaube, das Kurvenfahren muss ich noch üben. Brauch mal neue echte Bücher. Ich lese tatsächlich so wenig, leider Gottes. Ich finde gefühlt nicht wirklich die Zeit dazu, lustigerweise. Mein theoretisch hätte ich welche, aber da müsste ich die Zeit anderswo rausnehmen. Und Hörbücher ist halt super, wenn du irgendwie mit dem Rad unterwegs bist, irgendwie auf den Feldern oder einfach spazieren gehst durch den Park. Kannst dir wohl da so ein Hörbuch reinpfeifen. Ja, easy. Ich würde sagen, läuft. Ich glaube, das wird nicht weiter wirklich schwierig. Ja, weiter. Hast du momentan irgendwas Gutes, was du liest, Simon? Ich nämlich nicht. Gut, also ich kann euch erstmal wegfahren, das ist gut, aber ich muss echt gucken, dass ich Kurven fahren lerne. An der Kurve war ich, glaube ich, eben auch. Das heißt, besser beim Lesen die richtigen Papiere in der Hand anwesend. Ja, es ist natürlich nochmal ein anderes Gefühl, wenn du beim Lesen wirklich Papier in der Hand hast. Gerade wenn du dann eine Möglichkeit hast, keine Ahnung, wenn du so einen Lesesessel oder sowas hast, dann ist es natürlich richtig knorke. Aber hat halt nicht jeder.
Und wie gesagt, wenn du halt unterwegs bist, gerade spazieren oder so, ist halt auch schwierig, da irgendein Buch zu lesen. Oh Gott. Yikes. Das war nicht so knorke. Ich will Nitro. Ah, Leute. Ernsthaft. Was ist eigentlich für eine Punktezahl da rechts über meiner Geschwindigkeitsanzeige? Da habe ich irgendwie Minuspunkte gekriegt, als ich irgendwo reingefahren bin. Ich freue mich dann endlich mal bei Lovecraft einzulegen. Ah! Die alten Götter. Ne, die großen Alten heißen die doch, glaube ich, ne? Die ganzen Horrorgötter von Lovecraft. Großen Alten. Kann ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlich relativ schwierig zu lesen ist, da das ja so alt ist. Also es ist relativ schwierig, da schätze ich mal reinzukommen, oder? Oh Gott. Oder wie viel hast du davon schon gelesen? Kannst du davon überhaupt inzwischen eine vernünftige Meinung haben? Meinung vom Scene? Das Einzige, was ich über Lovecraft weiß, ist, dass er anscheinend Menschen nicht so gern hatte und vor allen Dingen Ausländer nicht. Das ist das, was ich über Lovecraft weiß. Und er hat eine blühende Fantasie, was Horror angeht. Ah, war schon dritte Runde. Gutes Zeug. Kann man so machen. Gewonnene Serie, 4000. Okay, cool. Also sind jetzt jeweils immer drei Rennen hintereinander, schätze ich mal. War jetzt aber auch nicht so schwierig, wenn man mit einem Einsatz von 1000 dahin geht, man mit mindestens 100 PS da reinkommt und man einfach irgendwie 307 hat. Das macht es natürlich deutlich einfacher, wenn man den Gegnern einfach wegfahren kann. Herzlichen Glückwunsch, ein neues Respektrennen steht zur Verfügung. Ich würde sagen, dann machen wir einfach alle drei. Ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt allzu schwierig wird oder allzu viel schwieriger wird. Wir fahren gegen einen, gegen Mike. Der hat halb so viel PS wie wir. Flasche. Was ist das denn für ein Spiel? Wir kommen rein, kaufen uns einen Wagen, tunen den. Die ersten Rennen, die wir machen, sind wir einfach hardcore besser als alle anderen. Was zum Geier. Diese momentan aber eher eine Sammlung einzelner Stories. Ist nicht gut, aber mehr als ein paar Seiten am Stück ist echt anstrengend. Kann ich mir vorstellen. Liest du das denn auf im Originaltext im Englischen oder in einer eingedeutschten Version? Oh, da scheint einfach nur ein langes Rennen zu sein. Ja, okay. Wow, okay. Das war hart. Weiß er Bescheid. Ja, okay, das war gut. Wer sind die anderen? Ich bin nur gegen einen gefahren. Hä? Erstmal zum Reinschubbern in Deutsch. Wenn ich drin bin, vielleicht die richtigen Storys in Englisch. Na dann viel Glück. Wie gesagt, in Englisch dürfte das halt wirklich interessant werden, schätze ich mal. Weil, wie gesagt, das ist halt auch nur eine Vermutung von meiner Seite. Ich habe halt noch keine Lovecraft-Stories gelesen. Aber ich könnte es mir vorstellen, weil der gute Herr ist ja auch nicht der modernste gewesen. Der ist ja inzwischen auch schon ein paar Jahre weg. Und damals hat man halt, soweit ich weiß, immer etwas komplizierter geschrieben. Ja, fast. Gut, Gerrit. Genau das war der Plan. Mitten in die Wand rein. Verdammte Wand. Hui. Abgehobenes Manöver, Alter. Nein, Wand, böse Pfui, au. Wand zu Schmerz.
Wow, wo kommt der denn her? Nee, 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 Bruder. Okay, das war knapp. Der hätte mich fast noch überholt, weil ich gegen diesen Deppen reingefahren bin. Was kommt der auch hinter einer Kurve genau auf seiner Fahrtseite raus, macht nichts falsch und blockiert mich trotzdem. Unerhört. Ich glaube, ich muss mich gleich mal reparieren gehen. Bin etwas angeditscht. Mein Lieblingsautoren sind immer noch Pratchett und Merce. Pratchett will ich mir jetzt tatsächlich auch im Audible-Album noch mal einiges mal mehr anhören. Da habe ich ja auch einige gute Erfahrungen mitgemacht. Also, um genau zu sein, eine. Ich habe bis jetzt halt ein Buch von ihm gelesen. Das war alles Sense. Und das war ziemlich witzig. Ich habe mal geguckt, also zumindest laut Audible ist das bekannteste oder momentan beliebteste Buch von ihm, zumindest auf Audible, die Gruppe der unsichtbaren Gelehrten oder die Liga der unsichtbaren Gelehrten, irgendwie sowas. Kennst du das? Und weißt du, ob das gut ist? Weil ich habe ja, oder man hat ja mit Audible jeden Monat ein Freibuch quasi zur Verfügung, was man sich einfach gönnen kann. Plus, da ich ja noch Prime-Kunde bin, kann ich mir sowieso auf, oder kann ich sowieso auf den ganzen Batzen an Büchern zugreifen. Yikes! Aui, okay. Warum habe ich mich so verdreht? Auto. Geht mal hinter mir einfach weg. Kuscht euch. Wie scheinen die? Haben die Kurve enger genommen? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Es sind wahrscheinlich irgendwie Punkte, die ich über meiner Geschwindigkeitsanzeige habe und allzu heiß stelle ich mich anscheinend gerade nicht an. Und außerdem hängt mir ein Typ der ganze Zeit am Arsch, finde ich fies. Sofort wieder da. Jo, bis gleich. Das Problem ist, Kurvenfahren über Bordsteine ist halt echt eklig, muss ich sagen. Da die Kontrolle zu halten, ist nicht easy. Vor allen Dingen einmal kurz in den Kurven gebremst und man ist sofort am Rutschen und am Schliedern. Aber man sieht schon, dass das Spiel halt wirklich hart an Need for Speed angelehnt ist. Also eine große Nacht, die du frei befahren kannst. Der Boden sieht so aus, als hätte es irgendwie die ganze Zeit durchgeregnet. Diese Neon-Wegweise an den Seiten, wo man leider durchfahren kann. Wagen tunen, befahrbare Stadt. Wäre das? Du kennst mein Motto, don't text and drive. Ich guck dann drauf, wenn ich gewonnen habe. Rasa. Aber ich schaue sofort. Nachdem ich hier so gerade gewonnen habe, weil die mir irgendwie nicht vom Arsch gehen wollen. Oh Gott. Verdammte Verkehrsteilnehmer. Oh, das war... Okay, das war... Nein! Okay, das ist schlecht. Position verloren. Oh, Reedy. Vielen Dank, Sherlock. Kusch dich. Bin ein aggressiver Fahrer und das finde ich gut. Also in Spielen wohlgemerkt. Nicht, dass jemand das Schlimmste von mir denkt. Ja! Hui! Das war knapp. Ich glaube, ein bisschen Beschleunigung könnte ich tatsächlich schon noch gebrauchen. Ui, 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 ui. Mal gucken, ob ich nachher noch irgendwas in Beschleunigung reinpacken kann. Aber wobei, Turbo habe ich, glaube ich, sowieso schon den besten. Oder einer der besten. Ich glaube, da geht allgemein nicht mehr viel. Gucken wir nachher mal. So, lass mal gucken. Ist es wirklich das, was ich glaube, was es ist?
Krypto unsichtbaren Gelehrten. Ja, genau das, aber das Cover ist ein anderes. Ich kann das ja mal gerade in die Kamera halten. Warte mal, das ist die Bibliothek. Stöbern, wo sind die jetzt? Wo sind meine Lesezeichen? Gibt's auf einmal nicht mehr. Sehr gut. Alles klar. Ich habe mir die abgespeichert und die sind auf einmal nicht mehr da. Ich verstehe. Das Design hat sich irgendwie geändert. Ich hatte vorhin... Ach, hier oben. Ah, okay. Merkzettel. So. Da. So sieht das aus. Das ist auch schon ein paar Jährchen. Ja, ist wahrscheinlich... Ich meine, Terry Pratchett, die Bücher, die von dem sind ja sowieso alle schon was älter. Kann ich von daher so nachvollziehen. Mein ältester Bruder sammelt die Bücher ja auch. Und hat die auch schon ewig. Und der ist halt auch... wie viel älter ist er als ich ist er eigentlich? Pi mal da um 15 Jahre, glaube ich. Neues Respektfilm verfügbar. Finde ich sehr schön. Ich höre aber mal gerade auf und gehe mal meinen Wagen reparieren. War es okay, soweit ich mich erinnere, nicht der Beste, aber ist okay. Die fand den Fan der Todreihe. Ja, das ist auch einer der Teile, die ich dann halt wirklich auch gelesen habe. Also alles Sense, wo der Tod dann eben Urlaub macht. Da war ich Fan von, da hatte ich Spaß dran. Aber das ist dann halt auch wieder, wie gesagt, Jahre her, dass ich den gelesen habe. Und ich kann mich nicht wirklich daran erinnern. Oh wow, Polizei. Ich muss mal gerade gucken. Ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, wo es... Really? Wo es zum... Ach komm. Tuning Shop geht, wollte ich eigentlich sagen. So, jetzt ist auch die große Frage, wie entkomme ich der Polizei? Weil irgendwie hängen die mir am Hintern. Und irgendwie bin ich immer mehr geschnappt. Aber können die mich schnappen, wenn ich fahre? Zentrale, Verdächtiger festgenommen. Wie? 15. Gute Arbeit, Jungs. Ende. Ernsthaft? Okay, gibt's irgendwie eine Karte? Es gibt eine Karte, auf der ich nicht sehen kann, weil ich nicht weiß, wo irgendwas ist. Spontan rennen. Er ist völlig zu einem Punkt-zu-Punkt-Rennen. Aus 1-2-3-Auto-Rammel. Ja, okay. Okay, lass mal machen. In meinem Wissen, dass ich sowieso viel schneller bin als er. Hoffe ich. Und danach muss ich dringend eine Möglichkeit finden, meinen Wagen zu reparieren. Ich glaube, der hat inzwischen einiges abgekriegt. Ich bin auf jeden Fall schon so weit vorne, dass er hinter mir dieses spawnt ist. Oh Gott. Schreinungskörper, rollende Steine. Okay. Das heißt, ich habe nicht mal den ersten Teil gelesen sogar. Aber ich meine, man braucht da auch nicht wirklich irgendwie eine chronologische Reihenfolge, um die zu lesen. Also soweit ich mich erinnern kann, hatte ich Spaß an dem Roman
ohne dass ich wusste, was Sache ist. Oder ohne dass ich vorheriges Wissen hatte. Easy. Geld gewonnen. So, jetzt will ich aber trotzdem wissen, wo es... Aha. Straßenrennen. Orte in der Stadt. Ah, Werkstatt, Autoshowroom, das Lagerhaus. Werkstatt. Springen. Ah, okay, so funktioniert das. Alles klar. In Alt-Sense ist Mord schon da. Im Gefahr der Tod wird er halt eingeführt. Okay. Gut, das weiß ich halt tatsächlich nicht mehr. Schaden 0%, 1500. Okay, teuer. Aber nehmen wir hin. Warten. Warum macht sie nicht einfach und er ist repariert? Okay. Bin ich jetzt rausgegangen? Ich wollte eigentlich noch gucken, ob ich... Ja, bin ich. Oh Gott. Ja, ich glaube, ich bin immer noch so ein bisschen erkältet. Werkstatt. Ja, ich möchte dahin springen. Wollte auch gucken, ob ich noch irgendwie mehr Beschleunigung reinkriege in das Ding. Turbos gucken wir mal gerade, aber da hatte ich ja, glaube ich, da habe ich den besten. Und hier. 3,9. Okay, macht mich nicht wirklich besser. Spezifikationen, was auch immer du bist. Oh ja, okay. Das habe ich mir mal gegönnt. Das dauert einfach so ewig, mein Gott. Macht mich das noch besser? Es macht mich doch deutlich besser, okay. Gönnung. Auch nochmal besser. Gönnung. Wow, okay. Keine Ahnung, was das alles ist, aber bumm, rein da. Ich glaube, das hat mich besser gemacht, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich habe es nämlich, ehrlich gesagt, nicht bewusst gesehen. Bremsen, okay. Bessere Bremsen ist, glaube ich, auch nicht schlecht. 46 km/h. 35, oh Gott, nein. Weg, pfui. Schalter schon sehr empfehlen. Ist kein richtiger Scheinwerfer, aber einer in der... Okay, kannst du mir da vielleicht mal einen Link zuschicken? Strata sagt mir tatsächlich auch gar nichts. Warte, bringt vielleicht was, wenn ich mich tatsächlich irgendwie tiefer lege oder so? Anti-Roll-Kit. Nehme ich einfach mal. Und hier geben wir auch noch ein bisschen Geld aus für die Stoßdämpfer, die mich anscheinend noch tiefer machen. Dass ich die Straße küsse. Einfach mal alles kaufen. Kann nur gut sein. Okay, passt. Kaufen, ja. Und dann gehen wir jetzt noch ein paar Rennen gewinnen. Gutes Zeug, würde ich sagen. Ich hoffe mal, dass ich jetzt weniger Probleme habe, wirklich über Bordsteine auch zu fahren, weil das ging mir schon ein bisschen auf den Senkel. Und ja, ich komme auf jeden Fall schneller vom Fleck. Gutes Zeug. Es fühlt sich auch direkt besser an, das Ding zu fahren, muss ich sagen. Oh ja, okay. So viel besser. Oh boy. Oh Gott, Polizei. Aber ich habe immer noch wieder kein Nitro. Ich frage mich, wo ich Nitro herkriege. Nein! Autsch, das war doof. Aber Straßenrennen sind mir auch erstmal egal. Ich will jetzt wirklich gucken, dass ich... Ach, hier komme ich gar nicht runter. Dass ich mich mal an die großen grünen Flecken halte. Mit denen ich wahrscheinlich in der Story weiterkomme. Du mich auch, Polizei. Kannst mich mal.
okay. Wieder zu knapp für meinen Geschmack. So. Geht's um Weltenerschaffer, die erschaffen auch die Erde mit Easter Eggs wie einem Dino-Skelett mit Atomkraft? Nein, danke schön. Mit was? Hast du mal gesehen? Okay, danke. Weltenerschaffer, Easter Eggs mit einem Dino-Skelett mit Atomkraft? Nein, danke schön. Was zum Geier? Was? Muss ich mir gleich mal angucken. Kann ich mir halt beim besten Willen nichts drunter vorstellen. Gut, also erstes Rennen dürfte ja... Ich glaube, das sind doch wieder dieselben Gegner, die ich eben hatte. Das dürfte halt Wette annehmen. Wette platzieren, klar. Ach, das kann ich auch nochmal machen, damit ich nochmal mehr Geld kriege. Oh, verstehe. By the way, IT Crowd kennst du? Ich kenne in der Tat IT Crowd. Ich habe es auch mal gesehen, zum Teil. Ah, das ist auch schon eine ganze Weile her. Also wirklich eine ganze, ganze Weile. Also ich kann mich nicht so hundertprozentig gut daran erinnern, muss ich gestehen. Und wenn du jetzt irgendeinen Witz nennen würdest, ich wüsste ihn wahrscheinlich nicht mehr. So lange ist es inzwischen her. Ja, also ich würde sagen, hier habe ich gegen meine Gegner auf jeden Fall die Nase vorn. Es sei denn, ich ramme irgendwelche random in der Mitte rumstehenden Säulen. Ja, sowieso zum Beispiel gerade ist das dein Ernst, Gerrit. Kann nicht sein. Holla die Waldfee. Ah! Black Books an. Das ist ja ähnlich, zum Beispiel geht um eine Buchhandlung. Okay. Schick mir auch da ruhig mal den Link. Weil die werde ich mir. Ist nett, dass du mir sie so nennst, aber ich werde sie mir auf keinen Fall merken können. Weiß ich, kommt der Gegner da unten näher oder bin ich eben einfach nur wirklich scheiße gefahren? Diesmal fliegen wir nicht gegen die Wand. Ja. Ich würde sagen, das läuft momentan noch ganz gut. Kamera ist nicht wahnsinnig. Tut sie das? Ist das besser? Ich persönlich fahre halt sehr gern aus der Ego-Perspektive, muss ich sagen. Sieht tatsächlich auch eine ganze Ecke schneller aus. Und ich kann manchmal mehr oder weniger besser abschätzen, wann ich wogegen knalle. Also manchmal, wie man eben gesehen hat. Flammen sehen wie Kotze aus. Tun sie wirklich. Gelbe Kotze. Eher Pisse. Ich hätte die Flammen grün machen sollen. Vor allen Dingen, das Schöne an den Flammen ist, die sehen halt auch so ein bisschen pixelig aus. Als hätte man irgendwie in der Mechanikerei, in der Werkstatt, sich so ein Flammen-JPEG runtergeladen, 1:1 ausgedruckt und mit den Pixeln ausgeschnitten und aufgeklebt. Richtig gute Qualität. Ich habe so ein Brummen im Hintergrund. Und ich kann nochmal Wetten annehmen. Ich hätte am liebsten gegen alle Wetten angenommen. Ich hätte die einfach alle fertig gemacht. Lappen! So, und das ist jetzt irgendwie auch nochmal dasselbe Rennen nochmal, habe ich das Gefühl. Oder? Nee, die Kurve ist enger. Never mind.
Okay, ich habe nichts gesagt. Das ist eine komplett andere Strecke. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich bleib mal außen. Okay, unterscheidet sich wirklich bis jetzt noch nicht so richtig von den anderen Strecken. Okay, also der Unterschied ist tatsächlich, die erste Kurve ist ein bisschen enger. Ich glaube, das ist der Unterschied. Wahnsinn. Ist ja fast wie Formel 1. Wobei, da kriege ich wahrscheinlich auch ein paar böse Blicke von irgendwelchen Menschen. Die sagen, nein, in Formel 1 ist das auch alles so anders und bla. Und ja, in Formel 1 sind die Strecken wahrscheinlich auch oder haben mehr Abwechslung als das, was ich jetzt hier erst bei dieser Strecke zeigt im Vergleich zur vorherigen. Aber trotzdem, wirkt doch alles verhältnismäßig ähnlich. Wow, was zum... Bitte nicht rutschen. Bessere Spiel bei Lego oder SS2 habe ich tatsächlich nie gespielt. Welche ich aber neben Mario Kart natürlich auch sehr, sehr gerne gespielt habe, war Revolt. Damals habe ich das sogar mit meinem Bruder zusammen gespielt. Das war auch ganz cool. Ich frage mich ernsthaft, gibt es Revolt eventuell für ein GameCube? Das wäre halt schon ziemlich nice. Weil ich glaube, Revolt ist noch eine Ecke älter. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich eher was für... Revolt gibt es für irgendwelche Konsolen. Gibt das für GameCube oder für N64? Aber für N64 ist es zu neu. Wann kam der Cube raus? 2002, oder? So um den Dreh. Wann kam dann Revolt raus? Wann habe ich denn das mit meinen Brüdern zusammen gespielt? War das noch in den 90ern? Ich weiß es gerade gar nicht. Verdammt. Mega. Okay, das muss ich mal gerade nachgucken. Wann kam Revolt raus? Hier. Bam. Revolt. On Steam, GOG. Ich hätte gern Wiki. Revolt, Wiki, hier. 1999, tatsächlich. Und es. Ach, tatsächlich krass. Es kam tatsächlich für ein N64 raus und für PlayStation. Hart. Ich habe halt allen Ernstes gedacht, das wäre ein bisschen neuer. Lego ist ja abandoned, man kann es einfach runterladen. Oh, really? Okay. Kannst ja mal gucken, ob es dafür Mods oder sowas gibt. Das wäre natürlich auch nochmal lustig. So alte Spiele mit neuen Mods ist eigentlich immer geil. Gut. Weiter. Ich habe inzwischen jede Menge Geld eingeheimst. So macht Gewinnen Spaß, wenn der Gegner keine Chance hat. Spannung ist overwhelming tatsächlich. Wie ich den Leuten auch einfach Geld aus der Tasche ziehe. Also richtig merke ich den Schwierigkeitsgrad von dem Spiel jetzt noch nicht. Was eigentlich auch ganz entspannt ist. Muss man beim Rennenfahren nicht so viel denken. Weil jetzt wird schon wieder trickiger. Ich habe nämlich das Ende der Strecke gesehen. Da muss man relativ enge Kurven fahren. Ist ja eklig. Muss man ja mit dem Gas und mit der Bremse spielen. Furchtbar. Ah, okay. Ja, okay, das ist definitiv anders. Thomas anders. Okay, hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Alter, aua. Frag mich, wie gut die Gegner da durchkommen. Verhältnismäßig flott, will ich sogar meinen. Ich glaube, ich habe da mich gerade mehr rumgequält. Na, na, noch ein Stück, noch ein Stück.
läuft. Kein Rugby. Ja, kein Rugby mehr. Moin Lasagne. Und du hast dazwischen sogar ein Naruto-Spiel verpasst, an dem ich etwas unter 3 Stunden gegangen habe. Und jetzt spielen wir Need for Speed Underground für Arme. Schönen guten Abend. Spielst du auch Pokémon? Oder eher nicht? Weil Björn ist ja anscheinend komplett drin. Der hat sich ja sogar Urlaub genommen dafür. Und wie geht's dir eigentlich? Hast du eine schöne Woche? Pokémon, was ist... Okay, alles klar. Hat sich meine Frage beantwortet. Erklärt auch, warum du hier und nicht im Pokémon-Land bist. Meinen wir, es gibt's Besseres als Samstagabends. Wir haben Freitag. Als Freitagsabends auf Twitch rumzusitzen und jemandem zuzugucken, wie er SRS Street Racing Syndicate spielt. Vor allen Dingen, wenn der jemand eine Erkältung hat und die ganze Zeit husten muss. Geiler Scheiß. Ja, tut mir leid. Ich glaube, ich werde auch nicht mehr allzu lange machen. Das ist meinem Hals macht das gerade keinen Spaß. Aber das Spiel ist sehr angenehm. Man kommt sehr gut voran. Man hat halt am Anfang überhaupt keine Schwierigkeiten. Ich kann halt Rennen gegen Gegner fahren. Und um die ersten Rennen zu fahren, brauche ich einen Wagen mit mindestens 100 PS. Ich habe am Anfang Wagen gekauft und so hochgemotzt, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, nur mit dem Startgeld, dass ich schon einen Wagen mit 300 PS hatte. Und die ersten Rennen waren kein Problem. Jetzt habe ich inzwischen 400 PS. Ich fliege einfach. Richtig easy. Kannst du null nochmal kurz ankommen und kann ich dein Kombo nicht halten? Doch, die Kombo müsstest du eigentlich halten. Die kann dann verlängert werden, wenn ich das nächste Mal on bin. Also wenn ich Montag dann wieder ankomme und du dann deinen Sub verteilst oder vergibst, müsste das eigentlich ohne Probleme funktionieren. Ich habe gerade eine Radtour gemacht. Das Ziel der Tour wurde nicht erreicht. Dementsprechend ein sehr erfolgreicher Abend. Jetzt bitte eine Tüte Gummibärchen. Ambitioniert. Wo soll es denn hingehen? Ich bin am Anfang der Woche auch zweimal Rad gefahren. Montag und Dienstag. Zur Arbeit hin und zurück. Und deswegen klinge ich wahrscheinlich jetzt so, wie ich klinge. Und habe einen kranken Hals. Und einen kranken Gerrit. Traurig. Und nervig vor allen Dingen. Erkältung ist scheiße. Wo sollte es denn hingehen? Fragen wir mal so. Oh, der ist aber schon nicht so schlecht. Aber ich wette ruhig mal. Ich habe ja ein bisschen Geld, da kann ich auch mal was verlieren, rein theoretisch. Silver Menschen zu treffen, die habe ich nicht gefunden und bin nach langem Suchen wieder nach Hause gefahren. Ich war am Dom, wo sonst? Ah, natürlich. Ich weiß nicht, wenn man irgendwo hingeht, dann ist man natürlich in der Regel am Dom. Das ist natürlich richtig. Gibt ja keine anderen Plätze in Köln, in denen man sich treffen könnte. Köln ist ja auch nicht so groß, muss man sagen. Also... Verdammt. Die können Kurven besser als ich. Pfui. Not a fan. Und die haben Nitro. Ich nicht. Muss ich das irgendwie wieder aufladen? Ich weiß, das heißt beim besten Willen nicht, ne? Platz da du durch. Lass mich hin. Bin noch Rad gefahren, dann aber aufgewacht. Kurven kann ich. Was eine Kacke. Platz da! Lappen. Wenigstens habe ich eine bessere Beschleunigung. War ein seltsamer Traum. Radfahren ist eigentlich ganz cool. Nur wenn man es nicht gewohnt ist, tut einem nach einer relativ kurzen Weile halt einfach der Arsch weh. Ist natürlich weniger geil. Ah, ich kann sogar nach hinten gucken. Nice. Ist ja fast wie Mario Kart. Nur ohne Items. Also besser als City Racer.
Wie wär's, wenn du halt einfach damit aufhörst, das zu tun, was du tust? Das sollten wir auch angewöhnen, das gefällt mir. Lurch? Moment, Lurch? Was? Habe ich Lurch gesagt? Ich habe wahrscheinlich Lurch gesagt. Lurch ist ein gutes Wort. Listiger Lurch. Lulatsch. Weiß ich, sage halt manchmal Dinge und dann kann ich mich nicht dran erinnern, was ich gesagt habe. Also quasi immer. Wenn du ran ins Büro, dauert zum Glück nur 20 Minuten, aber diese Woche bin ich durch eine kaputte Glasflasche. Ah, da waren erstmal eine Reifenplatte dementsprechend. Okay, ja, das ist natürlich scheiße. Das mit dem Rad zur Arbeit habe ich diese Woche auch wieder versucht. Das hat aber dann auch nur so semi-gut funktioniert. Also ich bin angekommen und auch zurück. Habe aber auch gemerkt, dass ich für die frischen Temperaturen nicht entsprechend gut gerüstet bin. Leider. Aber das kriegen wir dann auch nochmal irgendwann hin. Pöbel ist ein gutes Wort, das empfehle ich. Pöbel ist ein schönes Wort. Beschreibt wunderbar Menschen um dich herum, nur nicht dich. Also ja, bin ich für. Pöbelwort, gutes Wort. Wow! Du Sackaffe! Warum sind die auf einmal so schnell? Weil mein Wagen so kaputt ist? Finde ich aber gar nicht gut. Oder wegen Nitro. Aber der ist irgendwie so schnell wie ich. Was für Scheiße. Wow, sie! Das ist jetzt natürlich blöd, weil wenn die wirklich alle schneller sind als ich, dann verliere ich. Boah, ist der stabil. Meine Güte. Ah! Panikmodus. Will dieses Bett. Ich habe das Gefühl, die fahren auch irgendwie Ideallinie. Die Arschis. Schön außen überholt. Und ich glaube, so ein bisschen Rubberbanding ist auch dabei, weil wenn ich vorne bin, dann fallen die nicht weiter zurück. Aber wenn die vorne sind, dann kann ich auf einmal aufholen. Was ist da denn los? So. Mütze im hellen Handschuh und dann ist er halt fertig. Siehst du, das ist nämlich genau das Problem. Mütze war ein Problem, Handschuhe hatte ich keine, Hals hatte ich auch keinen. Ja doch, Hals hatte ich schon, aber Schal hatte ich keinen. Das war das Problem. Ich sag ja, nicht so ganz gut vorbereitet. Welch Gesinde hinter dir. Fällt mir jetzt auf die Schnelle leider, dass ich kein weiterer guter Begriff zu ein, aber ja. Peasants. Wenn man es im Englischen beschreiben möchte. Niederes Fußvolk. Oder Auspuffvolk. Weil sie hinter mir sind. Ah Gott! Wagen! Ich hasse dich. In der letzten verfickten Runde, du Arschgeige. Na, vielen Dank für nix. Geil. Ich glaube, die Wette habe ich aber verloren. Nee, habe ich gewonnen. Krass. Okay. Ja, gut. Beschwere ich mich nicht. Aus dem Weg, Geringverdiener. Genau. Sehr gut. So sieht's aus. Wenn man sich mal anguckt, die können sich nicht mal schnelle Wagen leisten. Die haben nur gewonnen, weil ich mich einmal gedreht habe. Lappen. Gut, gegen Glenn mache ich jetzt am besten nicht. Der hat auch einfach die höchste Geschwindigkeit, habe ich das Gefühl. Ja, hat er. Ja, wenn der einmal fährt, dann fährt er. Ist natürlich blöd. Ich lasse das jetzt mal mit der Wette. Sicher, sicher. Und dann gucken wir mal.
Die Armut kotzt mich an. Eure Armut kotzt mich an. Ich fahre die ganze Zeit gerade nach links in den Typen rein. Aber er blockt mich irgendwie ab. Hat er jetzt davon. Ich auch. Scheiße. Okay, ich kann hier Leute nicht umdrehen. Langweiliges Spiel. Ich muss einfach nur fahren. Öde. Wir merken, SRS ist kein Battle Racer. Aber ja, Rubberbanding funktioniert hier anscheinend auch. Wie gesagt. Bin ich vorne, sind sie hinter mir. Bin ich hinten, lassen sie mich vor. Typ! Oder sind behinderte Spacken, die mich drehen? Arschgeige. Ich hasse sie sehr. Gelbsuchtauto-Mensch. Rennen scheint sehr monoton. Die Rennen sind sehr monoton. Die scheinen nicht nur so. Noch mehr im Gameplay? Nein. Es gibt noch Nitro, aber es gibt halt keine Möglichkeit, irgendwie das Nitro aufzuladen. Also nicht im Rennen. Bei Need for Speed war es ja so, dass man, wenn man da kein Nitro mehr hat und irgendwelche Tricks macht, also wie zum Beispiel driften oder sowas oder knapp irgendwo dran vorbeifährt, kriegt man Nitro. Hier aber nicht. Hier hat man halt Nitro und wenn man es aufgebraucht ist, hat man halt kein Nitro mehr. Ist relativ simpel. Leider. Ich vermute mal, man kann es einfach in einem Shop nochmal auffüllen, aber das habe ich halt noch nicht gemacht. Kusch dich. Aber ja, wie gesagt, die Rennen sind leider das, was du siehst. Und mehr nicht. Mein soll wahrscheinlich das richtig schöne Street Racing Feeling rüberbringen. Also wirklich überzeugend ist es halt leider nicht. Also ich meine, es ist nicht explizit schlecht, es ist halt nur tatsächlich unspektakulär. Auch weil das Fahren an sich sich jetzt nicht allzu spaßig anfühlt. Es ist okay, aber mehr auch nicht. Nein, nicht schon wieder drehen, bitte. Ja, werd halt wieder Zweiter, ist okay. Solange nicht der Blaue wieder Erster wird. Das war gar nicht letzte Runde. Doch, wohl. Okay, das war knapp. Hab gerade Discworld wiedergefunden. Ein Spiel über die Scheibenwelt von 1995 für DOS. Ah, das ist das Point-and-Click-Adventure, wo du mit dem Zauberer spielst, ne? Das habe ich mit meinen Brüdern damals auch gespielt. Gutes Spiel, gute Zeit. Gute Besserung. Kann ich mich auch gar nicht oder kaum noch dran erinnern. Ich weiß, man ist in so einer Stadt unterwegs, es gibt eine Brücke und es gibt die unsichtbare Universität. Aber mehr weiß ich von dem Spiel tatsächlich leider auch nicht mehr. Oh Gott. Okay, wir haben zwei Rennen gemacht. Ich sollte mich nochmal reparieren gehen. Und wir haben ein bisschen Geld angesammelt. Das ist gut. Jo, Alter. Hör mal, du hast die Kohle und dein Auto. Aber dir fehlt noch eine scharfe Braut. Such dir eine hübsche Lady und zeig ihr, was du kannst, Mann. Hol dir eine hübsche Lady und zeig ihr, was du kannst, Mann. Yo, okay. Machen wir dann, nachdem ich mich repariert habe. Habt ihr mal gesehen? Kannst du es runterladen? Wenn du es natürlich brauchst. Also ich glaube, so... Oh. Ich habe die Taste von meiner Tastatur runtergemacht. Hoppla. Das ist doch so richtig. Ich bin nicht so sehr der Fan von Point-and-Click-Spielen, dass ich die nochmal spielen muss. Muss ich gestehen. So gut finde ich die leider nicht. Oder zum Glück, ich weiß es nicht. Aber Großfan von dem bin ich tatsächlich leider nicht.
Fertig? Gut. Gut. Ja, ich werde jetzt aber auch für heute Schluss machen. Mir tut mein Hals nämlich gehörig weh. Und ich habe keine Lust, um ehrlich zu sein, weiter zu belasten. Ich habe 0 von 18 Freundinnen. Okay. Ich weiß auch gar nicht, was das Ziel ist, muss ich gestehen. Kein Plan. Ich weiß nicht, ob Nein, okay, ich mach mal. Okay, machen wir Folgendes. Ich mache erstmal kurz einen. Weil ich mir nicht ganz sicher bin, Safe State. Nicht, dass der mir nachher wieder irgendwie reinfunkt. Und dann gucken wir mal. Gerade beenden und dann schauen wir das nächste Mal. Ja, ja, mach. Beende. Gute Besserung, muss nächste WE für uns gesund sein. Bis nächste Woche sollte ich das hinkriegen, denke ich mal. Aber momentan ist halt echt ein bisschen scheiße. Vor allen Dingen, dass viele reden, ist halt jetzt eher etwas suboptimal für den Hals. Deswegen glaube ich, mache ich mir nachher noch einen Tee oder so. Und dann kriegen wir das hin. Bis nächste Woche bin ich wieder fit. In der Regel bin ich nicht lange krank. Also mache ich mir da wenig Sorgen. Gut. Genug Gangster Racer. Ich schicke euch gerade noch irgendwo hin. Schauen wir mal, wer gerade da ist. Und bei mir. Okay. Bei mir ist Duddle wieder on. Das heißt, Simon muss auf jeden Fall gehen. Ja, okay. Dann schicke ich euch zu Duddle. Spielt Control. Okay, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Habt ein schönes Wochenende. Werdet bitte nicht krank. Ist nicht so geil. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis Montag. Macht's gut. Ciao.